Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Sibaldo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village im Feuermodus. Ja, ich weiß, es ist lange her. Es ist sehr, sehr lange her. Aber ganz ehrlich, mein rechter Arm ist frei. Nein, der ist kaputt gewesen. Ich konnte ihn kaum bewegen. Ich hatte Schmerzen ohne Ende. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber wir sind back, Freunde. Wir sind back. Und es geht wieder los. Ich hoffe, ich habe die Steuerung noch einigermaßen drauf. Die Waffen haben wir noch. Das geht alles klar. Was haben wir hier nochmal? Das ist... Was ist das? Das ist die Shotgun? Ich glaube, das ist die Shotgun. Warum zittert die so? Hier ist... Oh, nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich wirklich nicht. Was haben wir hier noch? Die Sniper haben wir hier noch. Müssen wir vielleicht mal nachladen. Sehr gerne. Sehr gut. Ansonsten... Oh ja, hier. Das ist eine richtig geile Waffe. Warum zitter ich so? Ich muss mich wieder eingewöhnen hier, Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Es tut mir leid, dass ich so lange... dieses Game nicht weitergezockt habe. Aber wie gesagt, mein Arm war kaputt. Der ist jetzt wieder okay. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir müssen dieses Gefährt hier benutzen, denn wir kämpfen heute gegen Heisenberg. Mal schauen. Muss ich hier... Ich kann hier einfach rein, ne? Okay. Ich brauche meine Waffen, glaube ich, gar nicht gerade. Metallpolymerverbot? Na, Hauptsache, es schießt. Ich komme, Bros. Alter, was zum Henker ist das denn? Okay, warte, was? L2 blocken? Ja, okay. L2 blocken. Und damit? Wow. Okay. ich probiere mal aus. Achso, das ist das Inventar. Ja, ich verstehe. Meine Hände sind wieder weg. Das ist die MG. Das ist die Kettensäge hier. Blocken kann ich wohl. Wir haben unendlich Schuss, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Okay. Ich glaube, wie kann ich nochmal... Ah ja, okay. So ist, glaube ich, richtig, ne? Wo ist Chris? Monsieur Redfield, wo sind Sie? Der ist nicht mehr da. Okay, ich würde sagen, wir gehen raus. Oder besser gesagt, hoch. Denn wir müssen mit dem Aufzug hoch. Ist das Blocken? Weil da stand der L2 Blocken, aber das ist ja... Da macht er gar nichts bei L2. Okay, ich bin sehr gespannt, ob wir das einigermaßen hinbekommen. Raus aus der Fabrik von Heisenberg. Und hinein. Deinem Geschütz hält das Tor sicher nicht stand. Das ist also mein Geschütz. Die MG ist hier, okay. Okay, gut. Gut zu wissen, das kriegen wir alles hin. Hinter mir ist nichts. Wir gehen raus. Du verdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Alter. Gut, dann bin ich wenigstens entschuldigt für das Stück. Lass uns das klären. Deine Leiche. Alter! Schwachpunkte. Schwachpunkte. Wo sind seine Schwachpunkte? Was geht denn jetzt ab? Was tust du, Junge? Die Arme.
Okay. Oh, nicht aufgeben! Das war sein Arm. Wo geht die Rakete? Was für ein geiler Fight. Alter, komm schon! Na, wie gefällt dir das? Sehr schön, das war sein Arm. Was ist Wassers? Alter, was zum Henker? Womit soll ich auf den los? Hier mit vielleicht? Komm schon! Was jetzt? Hä? Was jetzt? Was willst du jetzt machen? Wo will der hin?
ich fliege. Und mein Gott, das ist ein komisches Gefühl. Boah, war das komisch. War das ein komisches Gefühl. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss sie töten. Oh mein Gott. Was? Nein, lass mich. Oh. Alter, was zum Henker? Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Oh mein Gott. Aber unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ist das ohne so? Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Oh mein Gott. Oh, Junge. Genug. Natürlich. Wer auch sonst? Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein. Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Wo ist sie? Und sie wird nie. Leck mich, du Miststück! Junge, Junge, die Marsch fertig. Beruhige. Rose wird leben. Der Megamyzelt vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Die Oma war die auch. Ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du ja, feiges komm. Stück Scheiße! Ist so! Oh! Was zum Henker? Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzelt wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Alter, was für ein krankes Weib. Bist du wahnsinnig? Alter, unsere Arme. Also so? Ja, das war's dann wohl mit uns. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. Wir sind im Kino. Von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Junge. Diese Wahnsinnige. Alter, was für ein Henker. Ja, ich erinnere mich, als ich das im Nicht-WA-Modus gespielt habe. Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte,
hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Diese Hexe. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen das hin, Chris. Let's go. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Wir lassen nichts anbrennen. Planänderung? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Let's go, Freunde. Kenner, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's? Miranda töten, Rose retten. Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Miranda. Was? Umgehung kann ich erfasst werden? Willst du mich verarschen? Spielbereich erneut festlegen? Was? Alter, lass mich spielen! Danke. So, nochmal. Anders Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Nice. Okay, das ist so ein Injektor wahrscheinlich. Was ist denn? Umgebung kann ich arschen. Warte. So. Okay. Jetzt aber. Also wir haben hier diese. Was ist das? Pistole? Round Wolf. Okay, cool. Munition. Wir haben Granaten. Wir haben keine Taschen, oder? Nice. Okay, weißt du was? Wir gehen erstmal ohne. Taschenlampe habe ich auch keine? Nein, ich brauche die nicht. Ich brauche meine... Nein! Auch nicht. Wir haben keine Taschenlampe. Okay, scheiß drauf. Junge, jetzt mit Chris Redfield. Alter. Oh, da hinten. Hübsche Handschuhe. Was haben wir denn hier? Kein Zugriff. Was ist das? Das ist wohl nichts. Hä, was? Oh, guck mal hier. Okay, wir haben, was ist das? Lasermarkierer. Ah, okay. Lasermarkierer. Dann haben wir ein Karambit. Ein im Nahkampf unübertroffenes Kampfmesser. Das schaue ich mir direkt mal an. Ganz genau. So. Okay. Schön. Schöner Mond. Die Umgebung wieder einmal ein Traum, muss ich sagen. Es ist wirklich ein Traum. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Ich stehe ganz komisch, glaube ich. Ne? Aua. Ich muss mich wieder daran gewöhnen. Ich habe lange kein Feuer mehr gespielt. Es tut mir leid, wenn das hier ein bisschen abgehakt rüberkommt. Ach, guck mal, da ist ja unser Kollege. Hey, Alpha. Sieh mal. Ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Kann ich nicht diese Knarre haben? Die sieht echt nice aus. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Die sieht echt nice aus, Mann. Kann ich die vielleicht... Oh, kann ich nicht. Okay, Biowaffen. Wir gehen mal runter. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Oh. Wir sind mehr als wir dachten. Los.
Also genug Munition haben wir ja hoffentlich, um die alle auseinander zu boxen. Nette Waffe. Gefällt mir echt gut. Oh. Ups. Ich stehe zu nah, glaube ich, am Mikro, ne? Ich komm. Warte. Warte. So, vielleicht ein bisschen besser, ich weiß noch nicht. Ich hoffe, man kann mich aber hören. Das wird schon. Alles wird gut. So, oh mein Gott, das wird richtig übel. Junge, die Waffe bewegt sich so ganz komisch. Ja, okay. Ich muss ein bisschen ausrichten hier. Westliche Route sicher, rücke aus. Verstanden. Dass ich keine Taschenlampe habe, nervt mich. Oh, cool. Kann man hier nicht irgendwie Taschenlampe anmachen? Da ist doch eine Taschenlampe dran. Keine Ahnung. Hallo. Ich bin's, der Chris. Das sieht alles natürlich sehr bedrohlich aus hier. Ich schaue mich selbstverständlich um nicht zu verpassen, aber ich glaube... BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Blendgranate. Pistolenmunition, Gewehrmunition. Jawohl, das nehme ich alles mit. Was war das? Es war vielleicht was auf dem Klo. Ich kann das Klo nicht öffnen, schade. Ich dachte, ich könnte noch mal kurz auf Toilette mich ein bisschen entleeren, aber der gute Chris braucht das natürlich nicht. Was für ein Ding? Was da oben? Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Alter. Okay. Nice, sehr schön. Tolle Bäume hier. Die haben alle ihr Eigenleben. Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Sonst muss ich euch angreifen, Freunde. Und das wird euch nicht gefallen. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Alter, wie die Waffe einfach nicht zu kontrollieren ist. Wenn man die Waffe nicht mit zwei Händen festhält, ist die nicht zu kontrollieren. Da fliegt die nach oben. Habt ihr mir irgendwas da gelassen? Warum nicht? Ihr Schweine. Okay, das war sehr bedrohlich. Schade, dass ich keine Shotty habe. So eine Shotgun wäre jetzt geil. Okay, hier ist nix. Oh mein Gott. Okay, komm, weiter. Weiter. Wahrscheinlich hier lang. Oh. Junge. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Darf ich lang? Verstanden. Hier, Tantra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Geil. Nehme ich.
Brauche ich. Hier, ich brauche alles. Gewehrmunition, ja, Mann. Handgranate. Sollte ich vielleicht auch mal öfter nutzen. Ich meine, ein paar habe ich ja, ne? Ja. Ich weiß gerade nicht, wie man die zündet, aber das kriegen wir schon irgendwie raus. So, ist hier noch irgendwas? Glaub nicht. Nein, ich will nicht. Diese Kisten hier kann ich aber nicht zerdeppern, oder? Was war das? Willst du mich verarschen? Wo seid ihr? Wow, okay, das ist geil. Nein, das ist nicht so geil. Oh mein Gott. Oh, ist das bedrohlich. Der Nachtsichtmodus. Gefällt mir. Und automatisch wieder aus. Sehr nice. Ich dachte schon, warum haben wir keine Taschenlampe, aber... Jetzt weiß ich's. Okay, komm. Was? Wie? Du kannst dich ja wohl da durchzwängen. Alter, Chris. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Ja, von hier kamen wir. Okay, so. Muss ich doch hier lang? Da, die Tür vielleicht. Oh mein Gott. Ja, bleib du mal schön auf dem Boden. Der Nachtsichtmodus Knaller. Ernsthaft, Tür. Oh mein Gott! Panik, Panik, ich wollte das Messer greifen. Scheiß aufs Messer. Armeis, ich brauche Hilfe. Ich sehe dich. 200 bis 10 bitte. Ah ja, hier. Hier ist wieder Mehl, was wir überhaupt nicht brauchen. Liegt da irgendjemand? Wow, Alter. Hier sieht's ja aus. Klasse. Gefällt mir sehr gut, aber jetzt ist die Frage. Ja, guck mal, wer da hängt. Kann man hier irgendwas machen? Oder nicht so? Also, ich sehe. Was willst du? Den Spielbereich neu festlegen. Warum erkennt er das denn nicht? Ich verstehe das nicht. Ist hier denn irgendwas? Nichts mehr? Kein. Oh, Moment. So, kann ich da... wie kann ich nochmal ducken? Wie kann ich nochmal... So. Da ist nichts drin. So eine Scheiße. Okay. Wir kamen von... Hier? Ja. Das heißt, ich muss hier lang. Glaube ich. Hier ist einfach eine Sackgasse. Klasse. Wieder zurück. Boah, dieses Schloss im Hintergrund, ne? Sieht immer noch so phänomenal aus. Hier kamen wir her. Wo ist eigentlich meine Hand? Da. Keine Munition. Ich muss... Nachladen, Mann. Was ist denn mit mir? Oh,
Ah, da ist noch so ein Baum. Wunderschön. Von einer mutigen Zielkolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Nein. Was? Was ist denn? Was? Wie geht das nochmal mit den Granaten? Wie geht das nochmal? Alter, fuck das ab. Wie geht das nochmal? Nein, das war's nicht. Mann. Was willst du denn? Ich bekomme überhaupt gar keine Panik. Alles ist gut. Okay, aber ich will nur mal rausfinden, wie man jetzt hier... Ich muss doch nicht etwa... Tatsache. Ich muss mit der zweiten Hand diese Scheiße ziehen. Das wusste ich nicht. Okay, weißt du was? Was war das denn? Junge, geht mir den Sack mit den Granaten. Hab ich jetzt erwischt? Immer noch nicht. So, ein bisschen Konzentration, dann geht das auch alles. Das jetzt? Alter, ist das anstrengend. Ich wusste einfach nicht, wie man diese Granaten zündet. Und als ich es rausgefunden habe, hat es auch nichts gebracht. So eine Scheiße. Oh, hier gibt es zum Glück ein bisschen Stuff. Komm schon. Ich meine, wir haben ja einiges an Munition, ne? Aber trotzdem. Es könnte immer mehr sein. Puh. So, ganz ruhig jetzt. Hat das irgendeiner erwischt da hinten? Okay, aber die Gegner hinterlassen nichts. Das ist leider etwas schade. Ich hab dich im Blick. Kannst du bitte... Oh mein Gott. Okay, der ist auch nachgeladen. Oh.
Scheiße. Boah, Junge. Muss ich eigentlich jeden besiegen hier? Okay, wir gehen einfach weiter. Ich habe leider keine Granaten mehr. Ich habe die alle verbraten. Scheiße. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Ach so. Wie war das? Hier? Ja, und dann? Was ist denn? Warum macht es nicht noch komplizierter mit der Steuerung? L2 halten, um zu markieren. Ja, und wie lange? Keine Ahnung, wie das geklappt hat, aber. Okay. Wie ich an den vorbeikomme. Überhaupt nicht warum. Komm wieder leer. Lasst mich. Mann, jetzt schieß doch da drauf, verdammte Kacke. Ich weiß halt echt nicht, wohin. Die ballern einfach auf mich drauf. Das Ziel zu markieren. Ja, welches Ziel denn? Hier. Lange hält das Ding nicht mehr durch. Augenblick. Okay. Muss nachladen. Ja, ja, klar. Lass du mal nach. Ja, Mann, hier. Ich nehme aber alles mit. Scheiß drauf.
Keine Ahnung, was das alles ist. Ich glaube, wir sind tot. Okay, nochmal. Jetzt weiß ich wenigstens, wohin. Also nur da drauf, ja? Okay. Muss nachladen. Warte kurz. Na klar, ich warte. Ich hab nichts vor. Ich hab nichts vor. Lad ruhig nach, ganz in Ruhe. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Komm schon. Yes, yes. Geil. Der hat gesoffen. Ich glaube, ich eine Granate habe ich. Okay. Probieren wir es nochmal. Wohin, wohin, wohin? Komm schon. Auf welches Ding muss ich schießen? Von mir. Er will es nicht machen. Vielleicht hier? Ich weiß halt überhaupt nicht wohin. Oh, ist das nervig. Wenn ich wenigstens irgendwo eine Markierung hätte. Auf was, auf was, auf was? Ich weiß halt echt nicht, auf was ich zielen soll. Was soll ich denn zielen? Oh. Das war wohl richtig. Das war wohl richtig. Verdammt nochmal, Alter, dieses Spiel macht mich kirre. Wohin müssen wir? Hier? Hier einfach rein in die Höhle des Löwen? Ja, komm, let's go. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ja. Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen. Und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Ja, damit, Mann. Ja, damit alles. Das ist ein Stopp von hier. Was? Von hier? An der Nase kratzen gerade. So, mach mal deinen Scheinwerfer an, Junge. Ich seh nix.